ein Nein im privaten und auch ein Nein im öffentlichen Leben kann das Todesurteil für jede Frau sein. In der Türkei soll privat jeder Mann wieder die Herrschaft über seine Frau haben. Und öffentlich soll der Staat und die Religion wieder über das Leben von Frauen bestimmen dürfen. Zudem sei die Konvention ein Türöffner für die verhasste LGBTI-Kultur und das Vordringen westlicher Dekadenz. Dieser Angriff gegen die Istanbul-Konvention geht aber weit über die Türkei hinaus. Auch die Regierung von Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und die Slowakei stellen die Istanbul-Konvention in Frage. Ebenso wie konservative Parteien, aber auch Vertreter des Islam, der gesamten Orthodoxen und Teile der römisch-katholischen Kirche sowie der evangelikalisch-fundamentalisten. Dies akzeptieren wir nicht. Gemeinsam mit Tausenden von Frauen in der Türkei fordern wir, dass der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention genauso wie das geplante Verbot der HDP Konsequenzen für Erdogan und die AKP hat. Schluss mit dem Kuschelkurs Deutschland und der Europäischen Union mit der Türkei. Nein heißt Nein. Gewaltige Frauen muss verhindert und abgeschafft werden. Lasst uns die feministischen Selbstverteidigung aufbauen. Thank you.